Wir feiern Kindergottesdienst im Namen des Vaters. Nein, ich feiere Kindergottesdienst heute leider alleine. Ganz alleine bin ich hier im Kindergottesdienst und vermisse alle ganz schön doll. Was kann man tun gegen das Alleinesein? Da fällt mir eine Geschichte aus der Bibel ein. Von Jesus, der auch alleine war und sagt, gegen's Alleinesein, da hilft Beten. Ja, deswegen feiern doch wir zusammen Kindergottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wollen zusammen beten. Ich zünde mit euch noch gemeinsam die Kerze an. Und wir beten gemeinsam. Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, lieber Gott, bei mir. Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier. Amen. So, und jetzt kommt die Geschichte. Das ist der Garten Gethsemane, direkt bei Jerusalem. Jesus kommt mit seinen Jüngern. Er geht mit ihnen in den Garten. Jesus will hier beten, weil er Angst hat. Es ist Nacht und dunkel. Und dunkel sind auch die Gedanken von Jesus. Er will nicht sterben und er hat Angst vor dem, was kommt, davor verraten zu werden und Schmerzen zu haben. Jesus sagt zu seinen Freunden, setzt euch hier hin und wartet, betet mit mir, ich bete dort drüben. Jesus geht los und seine Freunde setzen sich. Jesus legt sich ganz auf den Boden. Er ist verzweifelt. Vater, hilf mir, sagt er zu Gott. Ich fühle mich so einsam und alleine und ich will nicht verraten werden und sterben will ich auch nicht. Lass doch, Gott, den Kelch an mir vorbeigehen, wenn es möglich ist. Dann steht Jesus auf und geht zurück zu seinen Jüngern, aber, oh je, die sind eingeschlafen währenddessen. Aufwachen, sagt Jesus. Hatte ich euch nicht gebeten, dass ihr mit mir zusammen betet? Könnt ihr nicht ein bisschen wach bleiben, mir zuliebe? Wie sollt ihr denn Kraft bekommen für die schwere Zeit, die vor euch liegt, wenn ihr nicht einmal betet? Ich will noch einmal gehen und weiter beten, sagt er dann und geht und betet wieder zu Gott. Aber seine Jünger, die schlafen gleich schon wieder ein. Jesus sagt zu Gott, ich merke, dass meine Feinde schon kommen. Und er bringt all seine Zweifel und seine Angst und seine Trauer und seine Wut vor Gott und bittet Gott um Hilfe. Bittet Gott, dass er ihn besser versteht. Bittet Gott, dass er bei ihm ist. Lange betet Jesus so. Am Ende sagt er, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann steht er auf. Jetzt ist er gestärkt. Jetzt weiß er, dass Gott bei ihm ist und er nicht einsam und allein weitergehen muss. Er geht zu seinen Jüngern und sagt, steht auf, denn die, die gekommen sind, um mich zu verhaften und zu verurteilen, die sind schon ganz nahe und dort kommen sie auch schon. Und ich bin jetzt darauf vorbereitet, denn Gott hat mir im Gebet Kraft dazu gegeben.